meine Lieben, heute bin ich ganz allein in der kleinen, aber feinen Küche und wir machen heute Käse-Hackfleischsuppe. Und kleine Helferin habe ich heute auch dabei, die Alina, die hilft mir nämlich mit. Und gleich sehen wir die Übersicht. Das ist unsere kleine Übersicht. Sahneschmelzkäse, Kräuterschmelzkäse, 5 Pfund Porree, 2 Zwiebeln und Hackfleisch, 500 Gramm. Und das machen wir jetzt schön fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, den Lauch haben wir jetzt geschnitten und die Zwiebeln. Jetzt gehen wir an den Herd und dann tun als erstes das Hackfleisch anbraten. So, jetzt sind wir am Herd. Das Öl wird jetzt gerade aufgewärmt. Hier. Dankeschön. Das Hackfleisch habe ich gerade bekommen. Das tun wir jetzt auch rein. Und dann schön anrösten. Und anbraten, das Hackfleisch. Danach mache ich dann die Zwiebeln rein. Und dann kommt der Lauch dazu. Wenn das Hackfleisch angebraten ist, hole ich euch wieder dazu. So, das Hackfleisch haben wir jetzt ein bisschen angebraten. Jetzt machen wir die Zwiebeln dazu. Hat nämlich die Alina geschnitten. Wenn wir jetzt auch ein bisschen anbraten. Also mit anbraten. Dann tun wir dann gleich den Porree dazu. Ganz viel Porree kommt jetzt mit dazu. Und es wird alle. Oh, daneben geflogen. Alles schön angebraten, Hackfleisch, die Zwiebeln, jetzt der Lauch. Dass der Lauch ein bisschen schrumpft. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es weitergeht. So, das Hackfleisch. Und der Lauch wurde nicht schon angebraten. Jetzt würzen wir ein bisschen mit Pfeffer. Ein bisschen Wasser. Reicht noch nicht. Zwei Löffel Gemüsebrühe. Dann nehmen wir mal drei. Rührt man nur nicht das Wasser, dass der Lauch ein bisschen bedeckt ist. Frischen Löffel nehmen. Dann machen wir jetzt erstmal
Einmal Sahneschmelkäse jetzt schon mal dazu. Ein Becherchen. Und ein Becher Kräuterschmierkäse. Wir tun das sehr schön ein bisschen umrühren. Kommt jetzt noch ein Kräuterschmierkäse dazu, ein Becherchen. Und noch ein Sahne. Wir mögen es halt gerne kräftig. So, und es wird jetzt für eine halbe Stunde, kann sich jetzt vorsichtig, ein bisschen vor sich hin köcheln. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt machen wir Probierle. Jetzt werden wir probieren. Mmh, lecker. Dazu gibt es schön Baguette. So, jetzt werde ich mich hinsetzen und schön genießen. So, das Essen war wunderbar, die Käselaufsuppe. Fazit. Fazit. Ja. Ja, toll. Die Käselaufsuppe war wunderbar, hat wunderbar jeden geschmeckt. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und ja, ein paar Kleinigkeiten habe ich jetzt nicht eingefügt. Wegen Zutaten mehr reingefügt? Ich habe keine Ahnung. Ich war nicht dabei. Ich bin jetzt gerade vorher erst gekommen zum Essen und alles andere hat Manu komplett alleine gemacht. Ja. So ja. Gut wie es geht. Ich werde es beim Bearbeiten sehen. Richtig. Also das Video tu dann wieder ich schnibbeln. Und wenn das Video gefallen hat, hoffen wir doch auf Däumchen nach oben für die Manu. Das wäre gut. Ja, und es war wirklich lecker. Absolut lecker. Das ist schön. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Gut. Ja, und in dem Sinne, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss.